Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 21. Dezember 2017? Sonne befindet sich im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Schütze und Tierkreiszeichen Steinbock. Unserem Planet Erde bewegt sich auch im Grenzbereich, verlässt jetzt die Tierkreiszeichen Zwillinge und übergeht in Tierkreiszeichen Krebs, und die nächsten Wochen bewegt sich unserem Planet Erde in Tierkreiszeichen Krebs. Mond hat eine zunehmende Mondphase und es eignet sich ganz gut dafür, etwas starten, was vermehren soll, etwas zunehmen. Also kein guter Tag beginnen zum Abnehmen, dazu eignet sich eher eine abnehmende Mondphase. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und hat Einflüsse von Sternen. Einmal beeinflusst Giedi und hat eine Botschaft, was Mond uns auch vermittelt. Großzügigkeit. Entweder ist jemand großzügig zu uns und beschenkt uns, oder wir sollen großzügig sein zu jemand. Und diese Giedi hat nochmal eine Botschaft und das vermittelt der Mondenergie. Unerwartete Ereignisse oder außergewöhnliche Umstände im heutigen Tag. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zum anderen Planeten. Dabiach hat auch einen Einfluss. Und da haben wir wieder eine Botschaft, Durchsetzungskraft. Wir sollen heute Mut zeigen und uns durchsetzen in einer bestimmten Situation, vermittelt uns diese Dabiach, und diese Botschaft übernimmt Mond und leitet uns das weiter. Es ist nochmal etwas Wichtiges, die Saturnbewegung. Saturn bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen Steinbock. In chinesischen Astrologie sind es vier Himmelsrichtungen. Natürlich, wir haben die vier Himmelsrichtungen auch, aber die chinesischen Astrologen bezeichnen diese Himmelsrichtungen als Paläste. Und Saturn übergeht jetzt und beginnt sich zum Bewegen nach chinesischer Astrologie im Palast des Nordens, im schwarzen Schildkröte, so nennen sie das. Nicht nur Saturn bewegt sich in diesem Palast, sondern auch Mond. Aber Saturn macht erstmal einen Rückzug, immer wenn ein Wechsel da ist. Und es hat auch etwas zum Sagen, wenn wir etwas Neues starten oder beginnen. Wir brauchen erstmal einen Plan, Klarheit, Orientierung. Für einen Moment sollen wir immer zurückziehen und erst dann Entscheidungen treffen oder die ersten Schritte wagen. Was bedeutet für die Steinbock-Geborenen jetzt diese Saturn-Bewegung? Saturn gilt als Weise, der große Lehrmeister, ist auch mein Lieblingsplanet. Belernt uns. Es ist nicht immer angenehm, das muss ich dazu sagen. Aber notwendig, wichtig. Saturn überprüft auch unserem Schicksal. Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen im Leben, das bedeutet, wir leben unserer Berufung oder wir leben in einem Ort, was für uns bestimmt ist oder unsere Partnerschaft glücklich ist, dann ist das alles in Ordnung. Und wir können damit rechnen, dass Saturn befestigt das. Also hat auch einen positiven Einfluss auf unserem Leben. Wenn dieser Schicksalsplanet aber meint, das ist der falsche Platz, es ist nicht die Berufung, es ist nicht der richtige Ort, es ist nicht die richtige Partnerschaft, dann werden wir die Saturn-Energie
spüren, entweder kommt eine Trennung oder kommt eine Kündigung oder anderen Umstände. Saturn reißt uns aus von diesem Alltagssituation und sorgt dafür, dass da Veränderungen kommen. Durch seinen Einfluss kommen schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen. Saturn ist auch der Hüter der Karma, also karmische Ereignisse, Begegnungen oder Erinnerungen, wie auch immer. Und dieser Einfluss beginnt jetzt zum Wirken bei den Tierkreise, einen Steinbockgeborenen. Spürbar ist besonders bei den Steinbockgeborenen, die Ende Dezember, also in die erste Dekade, geboren sind. Es ist nicht nur heute, sondern es wird in der nächsten Zeit so sein und das werde ich öfters erwähnen. Was in den heutigen Tag vielleicht wichtig ist, besonders zu den Steinbockgeborenen, ihren eigenen Selbst in Ausdruck zu bringen, eigene Meinung bilden und das vertreten, Stärke, Kraft, Mut zeigen, sich zum Durchsetzen, auch wenn für viele das in gewissem Maße egoistisch klingt, sollen wir immer zu uns selbst treu bleiben. Und die Selbstliebe ist auch sehr wichtig. Dann haben wir Kraft, Energie, auch Liebe für andere Menschen, wenn wir selbst mit uns in Ordnung sind. Und das ist besonders für die Steinbockgeborenen im Augenblick wichtig. Diese Selbstdarstellung oder zu sich selbst zu stehen und das natürlich auch vermitteln. Und wie wirkt diese Energie auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Wassermann geborenen haben noch die Themen Werte, Wertschätzungen und Finanzen, kommt auch alles in Bewegung. Sie fühlen sich ein bisschen kraftlos, vielleicht ist das alles zu viel momentan, aber es sind auch schöne Einflüsse. Nicht nur finanziell, sondern sie spüren auch die Kraft in sich. Sie werden noch wahrgenommen. Eine Nachricht ist auch zum Erwarten und es hat auch eine Bedeutung. Es kann auch sein, dass jemand von Vergangenheit meldet. In die Liebe-Partnerschaft bewegt sich auch einiges und es ist auch die Leidenschaft, die Begeisterung. Also ein guter Einfluss von Venus auf die Wassermann-Geborenen. Also sie können auch mit Veränderungen rechnen. Die Finanzen kommen im Fluss, Liebe, Partnerschaft ist sehr schön, die Veränderungen sind auch sehr gut, eine Nachricht ist auch unterwegs. Die einzige, was die Wassermann-Geborenen spüren, dass es alles zu viel ist und sie sind müde und erschöpft im Augenblick. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist auch ein wichtiges Thema, Werte und Wertschätzung. Zu ihren eigenen Werte stehen und das auch verlangen von anderen und um die Finanzen kümmern. Das können sie auch gerade im Fluss bringen. Und die Fischengeborenen haben auch ein gutes Gefühl zum Geld. Wo die Fischengeborenen achtsam sein sollen oder vorsichtig, etwas ist betrügerisch und es ist eine Nachricht, eine Information. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt nicht. Oder ein Vertrag oder ein Termin kann auch bedeuten und es enttäuscht momentan die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind gute Veränderungen. Wichtige Entscheidungen, könnte ich sagen, auch schicksalhafte Entscheidungen. Sie spüren auch gerade die Leichtigkeit. Wo sie Glück haben, das ist eine vertraute Umgebung oder Verwandtschaft, Nachbarschaft oder die Ort. Da können sie einiges bewirken im Augenblick. Oder kommt eine Einladung und das hat auch Vorteile, weil das ist auch schön und angenehm. Also die zwischenmenschlichen Kontakte sind auch gut. Die Wiedergeborenen haben auch Glück in die Liebe. Und die, wo alleine sind, haben auch Möglichkeit, jemanden kennenlernen. Und das durch eine Einladung oder einen Besuch in vertrauten Umgebung.
Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, spiegelt etwas des Lebens. Und das sind die Chancen, das sollen sie bewusst wahrnehmen. Und das auch die Zeitqualität, diese auch zum Nützen. Aber nicht nur wahrnehmen, sondern auch aktiv sein. Die Kontakte suchen oder etwas zum Wagen, Mut und Kraft zu zeigen. Also auch wenn das erstmal als Risiko erscheint, trotzdem mutig zu sein, weil die Glück steht in die Seite, die Stiergeborenen. Die Gefühle, die Emotionen sind heute ein bisschen durcheinander. Oder fühlen Sie die Stiergeborenen etwas unsicher? Aber in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, verspüren eine gewisse Leichtigkeit. Und die Arbeit ist wichtig, aber auch die Lebensfreude. Und das sollen Sie im Gleichgewicht halten. Also aktiv sein im beruflichen Umfeld, aber in Freizeit auch etwas unternehmen. Aber so, dass das nicht zu viel wird, weil Ruhe brauchen die Krebsgeborenen, die Zwillingsgeborenen auch. Für die Zwillingsgeborenen spiegelt auch etwas im Leben und das sind die Gespräche. Das bedeutet, es ist jemand da, wo wartet auf eine Nachricht oder wartet auf einen Kontakt. Und diese Schritte sollen die Zwillingsgeborenen wagen, mit jemand kontaktieren oder einen Termin ausmachen. Liebe Partnerschaft spiegelt auch etwas für die Zwillingsgeborenen, das heißt nicht nur warten oder Erwartungen haben, sondern auf anderen zugehen und Gefühlen zeigen und Gefühle auch annehmen, weil das bringen die Zwillingsgeborenen gerade im Gleichgewicht. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die liebe Partnerschaft, aber sie sind sehr unsicher und sie haben das Gefühl, das ist wie eine Sperre da. Also wichtig ist die Vertrauen, wichtig auch das bewusst wahrnehmen oder auf andere zugehen und nicht an diese Liebe zweifeln, dann befreit sich das alles und genau das ist die Aufgabe, wo man dann die Krebsgeborenen von etwas befreien, was bedrückt noch im Ehe oder in Partnerschaft oder Thema Liebe. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen ist auch die Liebe, das wichtige Thema und auch Karma. Und das sind die neue karmische Erfahrungen, was die Löwengeborenen gerade das Schicksal austeilt hat, könnte ich so mal formulieren. Karma ist wichtig. Und es ist nicht die Vergangenheit, sondern Neues. Etwas Neues zum Wagen, etwas Neues zu erleben oder neue Erkenntnisse gewinnen. Und bei vielen Löwengeborenen, das sind die Liebe, karmische Begegnungen. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen ist wichtig, eine Veränderung, ist auch eine innere Veränderung und auch eine Reise. Das kann auch eine innere Reise sein, neue Erkenntnisse auch oder eine Fremdsprache oder Kontakte im Ausland. Das kann auch ein Thema sein bei die Jungfraugeborenen. Was noch wichtig ist, die Gefühle zum Transformieren. Unsicherheit oder Zweifel oder Schuldgefühl oder Angst, all das umwandeln auf die Positiven. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen ist alles wunderbar. Die haben eine ganz tolle Energie. Auch beruflich haben sie Erfolg, wenn sie eine Reise planen. Das ist auch sehr schön. In die Liebepartnerschaft haben sie Glück. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Kann passieren, dass das alte Kontakte wieder da sind. Und die Wagengeborenen spüren auch diese Leichtigkeit und auch diese Kreativität, was sie umsetzen können im Beruflichen und Glück haben sie in die Liebe auch. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen, fühlen sich heute ein bisschen nervös. Aber das sind nur Momente im Leben und es geht schnell vorbei, weil in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles. Ansonsten haben sie auch ganz tolle Energie, besonders im beruflichen Erfolg, Anerkennung, Ansehen, vielleicht ein Wechsel,
Viele Skorpiongeborenen kündigen und wagen die Selbstständigkeit oder leben ihren Berufung oder lernen sie noch etwas dazu. Aber in die Liebe Partnerschaft kommt auch sehr viel Leidenschaft. Heute ist vielleicht nicht so deutlich spürbar, aber in den Tagen verbessert sich das alles. Bei Schützengeborenen kann ich nur sagen, sie können jetzt richtig mal durchatmen und spüren diese Leichtigkeit und Glück, was sie jetzt erwartet. Dieser Saturn-Einfluss hat in die letzte Zeit viel Lernaufgabe erteilt und es ist vorbei. Und sie haben jetzt das Glück und die Leichtigkeit. Es kann sein, dass die Gespräche lässt sich noch warten oder das bremst noch etwas im Geschäftlichen. Aber das kommt auch in Bewegung und in die Liebe, Partnerschaft haben gerade auch Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen habe ich erwähnt. Die Saturn-Einfluss wird in die nächste Zeit da sein. Nicht nur Saturn, sondern auch die Lilith-Energie. Und diesem Energiefeld, was gerade die Steinbock-Geborenen trifft, die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume, die Visionen, all das auch ernst nehmen. Wenn das realistisch ist, ernst nehmen, als Ziel setzen und nicht aufgeben. Was die Steinbock-Geborenen in die nächste Zeit hilft, sehr viel, das ist die innere Kraft und diese Ruhe. Und mit dieser Ruhe und inneren Kraft können sie auch diese Ziele erreichen. Und die Saturn-Einfluss nicht keine Bedenken machen, was passiert jetzt, wenn Saturn wirkt. Saturn formt unserem Leben, unserem Schicksal. Also wir sollen das mit Dankbarkeit begrüßen. So kommt etwas in Form. Es werden Veränderungen geben. Aber wenn man später dann zurückblickt, dann erkennt man, wie wichtig das war, diese Veränderungen. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist natürlich allgemein, aber es besteht immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was erwartet mich Jahr 2018? Dann ist das was Persönliches. Und das kann ich ganz, ganz genau beschreiben, die Tendenz, dann die Einzelheiten in Monaten. Ganz genau kann ich beschreiben, was so passiert und welchen Tagen sind gut, vorteilhaft, in welchen Tagen sollen wir etwas zurückhaltend sein, weil da sind auch Hindernisse da. Also eine ausführliche, ganz ausführliche Beschreibung. Es kann auch schriftlich sein, ich kann das auch als Video vermitteln, natürlich anonym, ganz anonym, und das können Sie dann immer wieder anschauen und dann haben Sie die Zeitqualität. Und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Ansonsten empfehle ich noch die Blitzberatungen. Das geht auch blitzschnell. Befinden Sie sich in einer Situation und sollten Sie Entscheidungen treffen, wichtige Entscheidungen oder den richtigen Zeitpunkt wählen, dann können Sie Fragen stellen. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich werde diese E-Mails blitzschnell auch beantworten. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesem Wort verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.